geboren. Erst im Vierteljahrhundert nach Kriegsende, aber ich erinnere mich noch ganz gut an Baulücken in bester Lage. Erinnerungen an die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs. Aber ganz egal, ob Kassel, Köln, Essen oder der Ausgangspunkt der kommenden 60 Minuten, Braunschweig. In vielen großen und mittelgroßen Städten sieht es 1945 auch nicht anders aus als in Hamburg. Hier wird bei einem nächtlichen Bombardement der 5-jährige Karl-Dieter Heckscher verschüttet. Er kann gerettet werden, beginnt aber stark zu stottern und kann erst Jahre später durch eine Gesangsausbildung das Trauma bewältigen. Dann macht er Karriere als Dieter Thomas Heck. Er ist einer unserer Zeitzeugen. Die Luftangriffe alliierter Bomber machen aus Deutschlands Städten nach und nach eine Ruinenlandschaft. Also die Verbrechen hatten wir ja nun alle erlebt. Die kamen ja von oben. Ne? Was sie trafen, das war denen völlig egal. Einen Himmel voller Bombenflugzeuge. Das war ein Anblick, der einen in höchste Panik versetzen konnte. In den Luftschutzkellern hoffen die Menschen zu überleben. Die sitzen alle nur so da und sagen, hoffentlich kommt da oben nichts runter. Und die meisten beten. Meine Mutter schrie auf und sagt, jetzt trifft es uns, jetzt trifft es uns. In Braunschweig, Hamburg und anderswo toben verheerende Feuerstürme, manchmal tagelang. Brennende Gardinen, ganze Gegenstände wurden von der Wucht dieses Sturms durch die Straßen geschleudert. Es roch furchtbar nach Menschen, Fleisch. Es war Apokalypse. Und dann bin ich runter in den Keller und wie ich kaum unten reinkam, da brach diese eine Wand zusammen, direkt neben mir. Erst als fast alle deutschen Stadtzentren zerstört und verwüstet sind, kommt das Kriegsende. Meine Mutter strich mir über den Kopf und sagte, bleib liegen, wir brauchen dich im Bunker. Es ist Frieden. Braunschweig. In der zweitgrößten Stadt Niedersachsens leben heute etwa 250.000 Menschen. Nur noch wenige Gebäude erinnern an das ursprüngliche Aussehen Braunschweigs vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach 40 Luftangriffen der Alliierten liegt die Stadt in Trümmern. Fast 3.000 Menschen haben im Bombenkrieg ihr Leben gelassen. Das amerikanische Kamerateam dreht diese Aufnahmen einen Monat nach Kriegsende, im Juni 1945. Der erste Sommer nach dem Grauen, ein Neuanfang nach dunklen Jahren. Allein dieses Hochspringen, alle stehen und liegen lassen und ab in den Keller. Und meine Mutter brüllte auch dann immer sehr, sehr gerne und sehr schnell, jetzt komm endlich! Auch wenn der Alltag langsam wieder Einzug hält, die Bilder des Schreckens sind für viele noch allgegenwärtig. Wenn Sie also über eine verkohlte Leiche stolpern und schauen diesem verkohlten Gesicht entgegen, das können Sie nicht vergessen. Und genauso war das natürlich, das brennende Elternhaus ist eine Erinnerung, die kann man nicht löschen. Die Angst vor den Bomben hat sich tief ins Gedächtnis der Überlebenden gegraben. Dann kamen die Angriffe von den Amerikanern, die Angriffe von den Engländern. Und dann saßen wir im Keller und zitterten. Nicht nur aus der Luft, auch am Boden droht Gefahr. Und in dieser Zeit lebten wir in einem Bunker, schikaniert von den Blockwachten und von all den Menschen, die da mit ihren Hakenkreuzbinden dann also uns drangsalierten. 70 Jahre nach Kriegsende ist die Vergangenheit gegenwärtig. Das sind so die Erinnerungen, die man natürlich nicht vergisst. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Dinge so einschneidend waren für eine Kinderseele, dass man sie einfach nicht vergessen kann. Im Verlauf des Krieges gerät das Dritte Reich immer stärker ins Fadenkreuz alliierter Bomber. Ihre Luftüberlegenheit trägt schließlich zum Ende des Krieges bei, den Hitler begonnen hatte. Und solch eine Armada im Anflug zu sehen, konnte schon die Leute in Panik versetzen. Und dieses Bild habe ich auch nie vergessen. Und das war für mich auch ein Gefühl der Ohnmacht und der Panik, wie man es mit Worten eigentlich gar nicht schildern kann.
Schätzungen zufolge werfen die Alliierten fast 1 Million Tonnen Spreng- und Brandbomben über deutschen Städten ab. Hunderttausende Zivilisten sterben. Die Zivilbevölkerung zahlt einen hohen Preis für Hitlers Wahn von der Weltherrschaft. Braunschweig liegt im Osten Niedersachsens, etwa 150 Kilometer südöstlich von Hamburg entfernt. Vor dem Zweiten Weltkrieg zählt Braunschweigs Zentrum zu den schönsten des Landes. Das Stadtbild ist geprägt von der Architektur vergangener Jahrhunderte. Rasch entwickelt sich die alte Hansestadt zu einer Hochburg nationalsozialistischen Gedankenguts. Im Oktober 1931 besucht Hitler eine Zusammenkunft der SA, der Sturmabteilung in Braunschweig. Die paramilitärische Kampfabteilung der Nazis, eine Schlägertruppe. Hitler schwört die Männer ein, so wie hier im Sommer 31 in Chemnitz. In einer Zeit des größten Terrors, dem wohl je eine Bewegung in Deutschland ausgesetzt war, seid ihr hier zusammengetreten, um vor dem heutigen Deutschland feierlichen Protest einzulegen, unserem Reich die Freiheit zu geben und den Kindern unseres Volkes einst wieder das tägliche Brot zu sichern. Heil! Heil! Mehrere 10.000 SA-Männer sind wenige Wochen später, im Oktober 31, aus ganz Deutschland nach Braunschweig gekommen. Adolf Hitler ist berauscht durch Machtdemonstrationen wie diese. Er strebt Anfang der 30er Jahre nach der Herrschaft in Deutschland. Doch dem gebürtigen Österreicher fehlt die deutsche Staatsangehörigkeit und damit die Möglichkeit, für politische Ämter zu kandidieren. Mehrere Versuche der Einbürgerung Adolf Hitlers waren in der Vergangenheit gescheitert. Es sind Braunschweiger Nationalsozialisten, die Hitler den Weg an die Spitze Deutschlands ebnen. Im Februar 1932 unternehmen NSDAP-Genossen einen neuen Versuch, ihren Führer einzubürgern. Sie ernennen den 42-Jährigen zum Regierungsrat. Eine Verleihung mit Folgen. Adolf Hitler ist nun verbeamtet und erhält damit automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Weg zur Machtergreifung ist damit bereitet. Der Moment, in dem Hitler per Telefon von seiner Einbürgerung erfährt. So betiteln die Nazis dieses Propagandabild aus dem Februar 32. Ernennungsurkunde erhalten, nehme an, telegrafiert Hitler zurück an das braunschweigische Staatsministerium. Im Frühjahr 1932 verliert Adolf Hitler die Reichspräsidentenwahl. Aber knapp ein Jahr später, im Januar 33, wird er Reichskanzler. In Potsdam wird die vermeintliche Einheit zwischen Nationalsozialisten und Konservativen inszeniert. Die Wahrheit? Deutschland ist auf dem Weg zur Diktatur. Ich habe sehr schnell eigentlich mitbekommen, dass diese Regierung, nennen wir es mal so, die wir ja hatten, dass die selber schuld war an dem, was passiert war. Und diese Frage, wollt ihr den totalen Krieg, ist so eine typische Frage, warum das alles passierte. Und wenn man dann diese Ausdrucksweisen von Herrn Hitler und von Herrn Goebbels und von Herrn Göring, die man heute erst begreift, oder später, nachdem ich das erste Mal das gesehen habe, das ist ein großer Punkt, den du als Kind gar nicht mitkriegst. Im Juli 1935 besucht Hitler erneut die Stadt, mit deren Hilfe er Deutscher geworden ist. Morgens grüßt der Führer vom Balkon seines Hotelzimmers und die ganze Stadt steht Kopf. Hitler, mittlerweile auch Ehrenbürger Braunschweigs, lässt sich feiern. 4 Jahre später befiehlt er der Wehrmacht, Polen zu überfallen und entfesselt damit am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg. Gerd Winner erlebt als kleiner Junge mit, wie der Krieg das Leben in Braunschweig verändert. Die Realität des Krieges erfuhren wir, es gab sehr viele uniformierte Menschen in der Stadt. Und es gab auch ein Misstrauen.
Es gab Plakate, Psst, Feind hört mit, Räder müssen rollen für den Sieg, stand an der Lokomotive. Also selbst wenn man gar nicht als Kind in die Geschehnisse an der Front von dort her informiert war, die Familie spiegelte doch die Kriegssituation als eine furchtsame Situation wider. Die Braunschweiger wissen, ihre Stadt ist eines der großen Rüstungszentren des Reiches. Panzer werden hier ebenso produziert wie Kampfflugzeuge. Werkzeuge des Krieges, die in diesem Propagandafilm stolz präsentiert werden. Tag um Tag verlassen Massen von Panzern die deutschen Rüstungswerke. Es sind die Rüstungsschmieden, die Braunschweig zu einem attraktiven Ziel alliierter Bomberpiloten werden lässt. Um Einwohner- und Industrieanlagen zu sichern, sind Flugabwehrgeschütze, die gefürchteten Flak, rund um die Stadt installiert. Ab 1940 fliegen die Alliierten systematisch Bombenangriffe gegen deutsche Städte. Mit an Bord einer solchen Maschine ist der damals Anfang 20-jährige John Clatterton. Als Bomberpilot der britischen Luftwaffe startet er dutzendfach in Richtung Nazi-Deutschland. Zunächst richten sich die Attacken in erster Linie gegen Industrieanlagen. Der leitende Offizier sagte uns, ihr greift an, weil es dort drei Fabriken gibt. Eine produziert Dieselmotoren für U-Boote. Eine stellt etwas für Panzer her und eine andere für Flugzeuge. Also wir haben nicht einfach nur ein Stadtzentrum bombardiert. Wir mussten ganz gezielt bombardieren. Wo die Bomben dann aber landeten, gut, das war eine andere Sache. Als ich das erste Mal Braunschweig bombardierte, da habe ich einen Bauernhof getroffen. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Im August 1940 fallen die ersten Bomben auf Braunschweig. Noch begreifen nicht alle den Ernst der Lage. Helene Bohlmann ist damals 8 Jahre alt. Diese erste Bombe, die fiel vor das Haus meiner Tante. Und da habe ich als Kind in der Schule unheimlich mit angegeben. Die ist bei meiner Tante am Fallersleber Tor gefallen. Das war erst der Anfang. So harmlos sollte es nicht lange bleiben. Dadurch, dass du am nächsten Tag schon Radio hörtest, Fernsehen gab es ja noch nicht, aber Radio gehört hast mit den Toten in Hamburg, dann war dir schon klar, dass das eine ganz harte Geschichte war, dass das so am Rande des Sterbens war. Die Intensität der Angriffe nimmt zu. Viele Braunschweiger nennen die Bombardements Verbrechen. Also die Verbrechen hatten wir ja nun alle erlebt. Die kamen ja von oben. Das waren ja wirklich, wirklich sehr bleibende Erinnerungen. Der Vetter meines Mannes ist bei der Flak auch als Schüler ums Leben gekommen. Also wir hatten schon durchaus Feindbilder. Aber die hatten eben immer, wenn ich das jetzt mal, klingt vielleicht ein bisschen albern, die hatten für mich immer einen Helm auf dem Kopf. Das waren nicht die normalen Amerikaner oder die normalen Engländer, die waren genauso reingeritten wie wir auch. Dabei fielen die ersten Bomben des Krieges aus deutschen Maschinen. Nach dem Überfall auf Polen hatte Hitlers Luftwaffe im Herbst 1939 Warschau angegriffen. Wochenlang wird die Stadt immer wieder mit unterschiedlicher Intensität attackiert. Weite Teile der polnischen Hauptstadt werden in Schutt und Asche gelegt. Mindestens 20.000 Menschen verlieren ihr Leben. Bald werden auch Bewohner deutscher Städte zu Opfern des Luftkriegs. Knapp ein Jahr später, Ende August 1940, fliegt die Royal Air Force ihre Angriffe nicht nur auf Braunschweig, sondern auch auf die Hauptstadt. Mit dem Tod konfrontiert, erkennen die Berliner die grausame Realität des Krieges. Wie überall im Land werden die ersten Opfer noch mit einem Staatsbegräbnis geehrt. Am 4. September 1940 spricht Hitler zum Volk. Und wenn die britische Luftwaffe 200, 300, 4000 Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150, 180, 230, 300. Meine Damen und Herren, Sie werden bei uns Städte im großen Ausland
angreifen. Wir werden ihre Städte ausradieren. Schon einen Tag später greifen deutsche Flieger London an. Es folgen gezielte Bombardements weiterer britischer Städte wie Coventry. Oder Birmingham. Allein im kommenden halben Jahr fallen mehr als 20.000 Briten den deutschen Bombardements zum Opfer. Doch die britische Moral bleibt ungebrochen. Die britische Luftwaffe, die Royal Air Force, rüstet auf und reagiert ihrerseits mit der Verstärkung der Angriffe auf deutsche Städte. Währenddessen bereitet das Nazi-Regime die eigene Bevölkerung auf die zunehmende Gefahr vor. In Lehrfilmen wie diesem wird die angeblich einfache Bekämpfung von Brandbomben gezeigt. Und die Menschen stellen sich auf die bevorstehende Gefahr ein. Meine Mutter hatte das ganze Treppenhaus rauf, Feuerklatten, Sandsäcke, alle drei Stufen war so eine Station. Asbesthandschuhe, also was man eben brauchte, um Brandbomben irgendwie entgegenzuarbeiten. Und das hat sie nachher auch sehr gebraucht, als unser Haus brannte. Da haben sie also die stecken gebliebenen Brandbomben, die noch nicht gezündet hatten, so rausgezogen aus dem Dachstuhl und in den Garten geschmissen. Also diese Vorarbeiten und dieser Luftschutz, das wurde alles doch sehr ernst genommen. Der Kämpfer im Luftschutz ist dem Soldaten der Wehrmacht gleichberechtigt. Sie sind die Soldaten der Heimat. Die NS-Propaganda verklärt die Menschen zu Kämpfern im Luftkrieg. Doch in Wahrheit sind sie Opfer und zahlen den Preis für einen Krieg, den Hitler der Welt aufgezwungen hat. Das Gepäck für den Luftschutzraum nicht vergessen. Und sich auf dem schnellsten Wege in den Luftschutzraum begeben. Ruhig und sicher betreut der Luftschutzwacht seine Hausgemeinschaft. Im Gefühl der Sicherheit vertreibt jeder sich auf seine Weise die Zeit. Frauen handarbeiten, Kinder spielen. Nationalsozialistische Schönfärberei, die mit der Realität wenig gemein hat. Und dann raste alles in den Keller, ließ alles stehen und liegen und nahm nur die Wertsachen mit in den Keller. Also Ausweise und Papiere und auch Schmucksachen nahm meine Mutter mit und ab in den Keller. Betrübt, mit hängendem Kopf und sagten, und nun geht das schon wieder los. Viele Keller werden befestigt. Als dennoch mehr und mehr Häuser unter den Bomben einstürzen und die Menschen verschüttet werden, versuchen viele, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Mein Vater als Architekt hatte für seine Familie einen eigenen Bunker bauen lassen. Bunker ist natürlich ein etwas zu starkes Wort. Das war etwa 3 Meter tiefe Ausschachtung im Garten und darüber war einfach eine, was weiß ich, nicht mal eine Betondecke, da waren irgendwelche langen Balken drüber oder irgendwas. Und in diesem Behelfsbau habe ich den ersten sehr schweren Angriff auf Braunschweig erlebt und ich erinnere mich noch gut, ich hatte eine Kaffeemütze auf dem Kopf. Meine Mutter setzte mir eine richtig dicke Kaffeemütze auf den Kopf. Und zwar, weil ich neben ihr direkt an der Wand saß und der Bunker wackelte ja immer mal so hin und her, damit ich nicht mit dem Kopf an die Wand stieß. Ja. Also mit der Kaffeemütze saß ich nun in diesem Bunker drin und spürte zum ersten Mal, ohne selbst Angst zu haben, die panische Angst meiner Mutter. Meine Mutter schrie nämlich immer auf und sagte, jetzt trifft es uns, jetzt trifft es uns. Als Reaktion auf die alliierten Angriffe beginnt in Braunschweig im November 1940 ein Bauprogramm zum Schutz der Bevölkerung. 24 Großbunker sollen 30.000 Menschen beherbergen. Bald aber werden mehr als 100.000 Braunschweiger verzweifelt Zuflucht vor der tödlichen Gefahr aus der Luft suchen. Da ich die Stadt kaum verlassen habe, kann ich von mir behaupten, also ich bin 1000 Mal in den Bunker gelaufen. Und in den Bunker laufen oder in den Keller laufen oder in irgendeinen Splittergraben oder sonst wohin laufen, hieß ja immer panische Angst,
Klamotten greifen. Für die Mütter hieß das, Kinder möglicherweise anziehen. Dann war ein Stiefel weg, dann fehlte ein Mantel. Also es war immer Hektik, immer Panik, immer mit einem riesigen Paket Angst verbunden, zumindest für eine Mutter. Im Februar 1942 erreicht der Luftkrieg eine neue Dimension. Die Briten ändern ihre Strategie. Bisher galten ihre Angriffe deutschen Industrieanlagen. Nun befiehlt Premierminister Winston Churchill das sogenannte Moral Bombing. Mit gezielten Flächenangriffen auf Wohngebiete wollen sie die Moral der Deutschen brechen und so den Krieg beenden. Neuer Chef der britischen Bomberflotte wird Arthur Harris, ein entschiedener Verfechter der neuen Strategie. Viele Leute sagen, mit Bombardements kann man keinen Krieg gewinnen. Dazu sage ich, es hat noch keiner versucht. Deutschland klammert sich an seine Eroberungen und will verrückterweise noch mehr. Es eignet sich als sehr interessantes erstes Experiment. Die britische Luftwaffe setzt auf eine Kombination verschiedener Waffen. Zunächst zerstören Sprengbomben die Häuserdächer der attackierten Städte. Dann folgen Stabbrandbomben. Rund 60 cm lang, 1,7 kg schwer und mit Thermit gefüllt. Zu Hunderttausenden in abgedeckte Häuser geworfen, verwandeln sie ganze Städte in Flammenmeere. Ende März 1942 fliegen die Briten den ersten großen Einsatz mit der Stabbrandbombe. Ein Test der neuen Strategie des sogenannten Moral Bombings. Ihr Ziel? Lübeck. 320 Menschen sterben in der militärisch eher bedeutungslosen Hansestadt. Über 3000 Gebäude werden zerstört. Der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann stammt aus Lübeck und hat Nazi-Deutschland 1933 den Rücken gekehrt. Er weiß nichts von der britischen Strategie und verteidigt den Angriff aus seinem kalifornischen Exil im deutschsprachigen Radioprogramm der Alliierten. Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen von Travemünde, den kriegsindustriellen Anlagen dort. Aber es hat Brände gegeben in der Stadt. Und lieb ist es mir nicht zu denken, dass die Marienkirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder das Haus der Schiffergesellschaft sollten Schaden gelitten haben. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Viele Lübecker interessieren sich kaum für die mahnenden Worte ihres ehemaligen Mitbürgers. Froh, mit dem Leben davongekommen zu sein, versuchen sie in den Ruinen den Alltag zu organisieren. Wie hier bei einer Lebensmittelausgabe am Tag nach dem Angriff. Die Briten beschließen, an ihrer neuen Strategie festzuhalten. Bald wird eine andere norddeutsche Stadt in ihren Fokus rücken. Rund 70 Kilometer südwestlich von Lübeck liegt Hamburg. Heute die zweitgrößte deutsche Metropole mit rund 1,8 Millionen Einwohnern. Unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg leben etwa 1,7 Millionen Einwohner in der Stadt an der Elbe. Der große Hafen gibt Zehntausenden Menschen Arbeit. Auf den Werften werden unter anderem Kriegsschiffe gebaut. 1938 ist auch die Familie von Dieter Thomas Heck von Flensburg nach Hamburg gezogen. Knapp vier Jahre später muss Vater Klaus in den Krieg und macht seinem fünfjährigen Sohn ein besonderes Abschiedsgeschenk. Mein Vater brachte mir einen Teddybär mit und mein Vater sagte, und dem erzählst du alles, was dir gefällt, aber auch alles, was dir nicht gefallen hat. Wenn du traurig bist, erzählst du das. Wenn du glücklich bist, erzählst du das auch. Und der Teddy wird mir alles wieder erzählen. Und er sagt, das ist eine tolle Idee, das ist ein toller Teddy, was der alles kann. Dann habe ich wirklich diesen Teddy in den Arm genommen und habe dem Teddy alles erzählt, was er meinem Vater wieder erzählen sollte. Und meine Mutter sagte mir, was erzählst du denn dem alles? Ich sage, alles das, was Papa hören soll. Nach dem Krieg wird Karl-Dieter Heckscher den Künstlernamen
Dieter Thomas Heck annehmen und als TV-Moderator berühmt werden. Als Kind erlebt Heck, wie Hamburg seit 1940 immer wieder Ziel alliierter Bomber wird. Ein Geräusch gehört in dieser Zeit zum Alltag der Hamburger und ist dem kleinen Jungen besonders in Erinnerung geblieben. Und dann kam diese furchtbare Sirene, diese durchdringende Sirene, das hieß ab in den Keller. Dann sind wir also in den Keller, die sitzen alle nur so da und sagen, hoffentlich kommt da oben nichts runter. Und die meisten beten. Die Älteren beten, die Kinder reden, wie ich in meinem Falle, mit dem Teddy. Und die Älteren falten die Hände und sagen, bitte nicht wir. Im Frühling 1943 flüchtet Familie Heck, von der Sirene alarmiert, erneut in den Luftschutzraum. Nach bangen Minuten im Keller scheint die Gefahr eigentlich gebannt. Mutter und Sohn wagen sich vorsichtig zurück auf die Straße. Der Angriff war vorbei. Wir gingen aus dem Keller raus und ich weiß noch, wir gingen auf die Straße, um zu gucken. Und wir standen auf der Straße, die Nachbarn und wir, meine Mutter und ich. Und plötzlich sagte ich, oh, ich habe meinen Teddy vergessen. Dann habe ich mich losgerissen, meine Mutter sagte, halt, bleib hier. Wenn was passiert, ich sagte, da kann ja nichts passieren. Es ist das so alles runtergefallen. Und dann bin ich runter in den Keller und wie ich kaum unten reinkam und den Teddy hatte, da brach diese eine Wand zusammen, direkt neben mir. Also ich konnte gerade noch so machen und dann fiel die neben mir runter und ich saß auf so einer kleinen Anhöhe im Keller und damit saß ich an einer kleinen Ecke und konnte aber wenigstens durch das Gitter, was etwas zum Garten rausging, solche Trallen, da konnte ich rausgucken. Und da sah ich unsere Obstbäume, es waren zwei riesengroße Birnenbäume, die weiß waren, als wenn sie blühen würden. Das war von dem Rauch, diese Asche, die da drauf lag, das sah eigentlich toll aus, aber gespenstisch sah das aus, ganz schlimm. Ja, und dann habe ich gedacht, irgendwann müssen die dich ja hier rausholen. Dann kam meine Mutter, dann kamen die Nachbarn, sagten, Junge, die holen dich raus. Wir holen dich raus, wir buddeln dich aus. Stunde um Stunde vergeht, doch das Kind bleibt gefangen. Schutzlos, ohne Nahrung, ohne Wasser. Und das hat relativ lange gedauert. Also 24 Stunden habe ich da unten gesessen. Das war ein furchtbares Gefühl und natürlich die Angst. Was passiert jetzt weiter? Was fällt noch runter? Kriegen die dich raus hier? Und wie meine Mutter dann irgendwann abends sagte, mein Junge, ich muss mich einen Augenblick hinlegen, aber ich komme ganz schnell wieder. Und dann war die weg. Ach, das werde ich nie vergessen. Aber ich hatte den Teddy ja Gott sei Dank im Arm. Das kommt dir vor wie Stunden, wie Tage. Ehe es dann endlich so weit ist, dass die ersten Hände durchkommen und die Steine weg. Aber die haben mich dann rausgekriegt. Aber es war ein blödes Gefühl. Nach der Rettung beschließt Hecks Mutter, aus Hamburg zu fliehen. Gemeinsam mit ihrem Sohn zieht sie zu Verwandten nach Kühlungsborn an die Ostsee. Doch die Stunden im Keller haben Spuren beim fünfjährigen Dieter hinterlassen. Ich glaube, das Stottern kam zum großen Teil von dieser Erschütterung im Keller. Von der Angst, die in dir drin ist, automatisch. Und dann war plötzlich dieser Stotterer da, der ging auch nicht weg. Also das war so, wie geht es dir, Dieter? Danke, es geht ganz gut. Also das war ganz schlimm. Gleich, Fliegeralarm in Braunschweig. Britische Bomber sind im Anflug. Die Bewohner suchen Schutz. Ganze Gegenstände wurden von der Wucht dieses Sturms durch. Im Sommer 1943 bombardieren die Alliierten Hamburg über Tage. In den vorangegangenen Wochen herrscht eine Hitzewelle. Ende Juli fallen tagelang in Folge Bomben auf Hamburg. Mittlerweile haben sich kühle Luftmassen über die Stadt gelegt. Die Bomben entfachen Feuer, heiße Brandgase entstehen. Die Temperaturunterschiede zwischen der Luft und den Gasen führen zu einem kaminartigen Sog über der Stadt. Die Folge ist ein verheerender Feuersturm. Wenn wir eine Stadt
bombardierten, dann hatten wir einen Cookie an Bord, eine 1800-Kilogramm-Bombe. Die explodierte beim Aufprall. Dann warfen wir Brandbomben. Die Idee war, dass der Cookie die Dächer wegsprengte und die Brandbomben dann in die Häuser und Fabriken fielen. In Hamburg fielen zwischen dem 24. Juli und dem 3. August 1943 rund 40.000 Menschen ihr Leben. Die Briten taufen den mehrtägigen Angriff später Operation Gomorra. Benannt nach der gleichnamigen biblischen Stadt, die angeblich unter Feuer und Schwefel begraben wurde. Am Ende sind über eine Viertelmillion Wohnungen zerstört. Doch das Moral Bombing erzielt nicht die gewünschte Wirkung. Anders als von den Briten erhofft, erhebt sich die Bevölkerung nicht gegen die Nazi-Führung. Die Mehrheit der Menschen gibt den Briten die Schuld an ihrem Leid, nicht Hitler. Der da oben runterschmeißt, das ist eigentlich der Schuld hat. So sieht ein Kind das zunächst mal. Dass du sagst, warum schmeißt der das da oben runter? So weit geht, glaube ich, ein Kind nicht. Denn wir haben die angegriffen und dann haben die uns angegriffen. So ist die Reihenfolge, nicht anders. Die Moorweide in Hamburg. Rund zwei Jahre zuvor waren dort Hamburger jüdischen Glaubens zusammengetrieben und deportiert worden. Jetzt lagern hier die Überlebenden der Operation Gomorra. 900.000 Hamburger sind obdachlos. Viele von ihnen fliehen aus Angst vor weiteren Angriffen aufs Land. In Braunschweig haben viele Menschen erfahren, was in Hamburg durch die Bombardierung geschehen ist. Jetzt fürchten sie selbst, Ziel eines verheerenden Luftschlags zu werden. Und die Angst ist berechtigt. Braunschweig steht auf der Liste der Bomberziele. Die Briten geben jeder Stadt, die sie angreifen wollen, aus Geheimhaltungsgründen den Namen eines Fischs. Braunschweig heißt Skate, Rochen. Mitte Oktober 1944 starten 233 Bomber Richtung Braunschweig, um den Rochen zu eliminieren. Man sagte uns, dass dies unsere Aufgabe sei. Also führten wir sie aus. Wir hatten das Gefühl, zum Sieg beizutragen. Wenn man uns gesagt hätte, dass wir Frauen und Kinder töten, dann hätten wir wohl anders darüber gedacht. Stundenlang dauert der Einsatz. Die meiste Zeit fliegen die britischen Piloten über feindlichem Gebiet. Es war eine wirklich riskante Operation. Da war die Flugabwehr, die FLAG. Beim Anflug sahen wir sie gut. Wir mussten einen langen, langen Weg fliegen und die FLAG explodierte die ganze Zeit um uns herum. Man musste wild entschlossen sein und die Zähne zusammenbeißen und Kurs halten, um das Ziel zu erreichen. Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht werden die Einwohner Braunschweigs vom Voralarm aus den Betten gerissen. Dann die Durchsage im Radio. Starke feindliche Bombenverbände im Anflug. In diesem Fall war es also auch wieder so, dass wir sehr spät unterwegs waren auf der hastigen Flucht in den Bunker. Und ich blickte zum Himmel und sah den ganzen Himmel voller Flugzeuge. Also wenn man das so erzählt, das ist ein ganz banaler Satz. Aber einen Himmel voller Bombenflugzeuge zu sehen, wobei auch ich als Kind wusste, was das bedeutet, wenn die jetzt in wenigen Minuten da sind und lassen diese ganzen Bomben fallen. Das war ein Anblick, der einen in höchste Panik versetzen konnte. Gegen 2.20 Uhr fallen die ersten Bomben. Der damals 16-jährige Wiegand Bohlmann ist mit seiner Familie im Luftschutzkeller unter der elterlichen Apotheke. Der Dachstuhl, das brannte alles sehr schnell. Nur war ja auch da das Lager mit den Verbandstoffen und so weiter, die auch sehr schnell an zu brennen fingen. Also, und das war so der erste Eindruck. Der brennende Hof, das brennende Haus und dann raus aus dem Haus. Und dort war es dann, ja, alles hell durch den Feuerschein. Aber natürlich schon
windig, aber noch kein Strom, als wir rauskamen. Der dann erst etwas so nach und nach sich immer mehr bildete, der Feuersturm. In Hamburg entfachen die Briten einen Feuersturm, ohne ihn zu planen. In Braunschweig jedoch ist er ihr Ziel. Nach 12.000 Luftminen werfen sie 200.000 Phosphor- und Brandbomben ab. Ich spürte, dass es ein anderer Bunkeraufenthalt war als die anderen, die ich vorher erlebt hatte. Normalerweise konnte man nach einer Stunde immer wieder raus. Aber diesmal blieben die Bunkertüren zu. Und darüber hinaus wurde es heiß und stickig. Und es gab dann auch so Empfehlungen wie ganz flach atmen, ganz wenig atmen, gar nicht tief atmen, so tief. Die Bunker werden zur Todesfalle. Viele Menschen ergreifen die Flucht. Aus Angst zu ersticken, wagen sie sich notdürftig geschützt ins Freie. Es war, als ob sie in einen lodernden Ofen schauen. Es toste, es war kein Wort zu verstehen. Und man sah nur Feuer und glühende Hitze waberte ihnen entgegen. Es war Apokalypse, Hölle. Und in diesem Sturm, der wie ein Funkenregen auch die Straßen durchtoste, wehten Holzstücke, Möbelstücke, brennende Gardinen. Ganze Gegenstände wurden von der Wucht dieses Sturms durch die Straßen geschleudert. Eckhard Schimpf ist 1944 6 Jahre alt. Ein Ereignis ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Und meine Mutter nahm mich nun also fest an die Hand und ich stolperte, ohne viel sehen zu können, weil ich ja das Tuch über dem Gesicht hatte, an ihrer Hand los. Und ich habe aber vor dem Bunker das erste Mal dieses Scheuerlappen gehoben und blickte mich um und sah auf einem Haus eine Gestalt stehen. Ein Mensch im dritten Stock, unter ihm Flammen, hinter ihm Flammen, über ihm Flammen, winkte mit den Armen und mir war bewusst, der Mann ist ein Todgeweihter, hat keine Chance, niemand kann dem da drum runterhelfen. Es war ein Moment, der mich noch heute berührt und packt, weil man genau wusste, da ist einer, der ist in wenigen Minuten tot. Menschliche Schicksale, die Piloten Kilometer über der Stadt versuchen auszublenden. Wir dachten nicht darüber nach, was am Boden passierte. Es war ein Bombenziel. Wir kämpften uns dahin durch und wieder von dort weg. Und wir waren sehr froh, wenn wir am Ende wieder nach Hause kamen. Originalaufnahmen des brennenden Braunschweigs aus dem Oktober 44. Die Briten filmen ihre Angriffe. Am Boden brannte alles und darüber explodierte die Flak. Ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich will zurück auf meinen Bauernhof und mich um das Vieh kümmern. Am Boden kämpfen die Menschen verzweifelt um ihr Überleben. Ich hob noch mal dieses nasse Tuch und sah in eine Nebenstraße hinein, in die Stephanstraße. Und da wankten mir entgegen aus der Dunkelheit, aus dem Qualm, 3 Menschen. Es war eine Mutter mit 2 Kindern. Und in demselben Augenblick, wie ich da hinschaute, blieben die mit ihren Schuhen im flüssigen Asphalt stecken. Sie schlüpften aus den Schuhen raus, liefen weiter, blieben aber auch mit den Füßen stecken, fielen dann um, blieben kleben. Es sah so aus, als ob sie schrien. Und dann war die Szene in meiner Erinnerung aber auch schon weg, weil meine Mutter mich vorwärts zog in der Flucht raus aus dieser Hölle. Nur 40 Minuten dauert der verheerende Angriff. Doch erst 8 Tage später sind auch die letzten Brände in der Stadt gelöscht. Vor den Toren Braunschweigs erlebt Gerd Winner bei seiner Patentante den Angriff. Dann weckte mich meine Patentante und führte mich an ein Fenster im Westen des Gebäudes. Und ich blickte aus diesem Bahnhofsgebäude auf ein Inferno des brennenden Himmels. Und dieses Bild dieses Feuers
Das hat sich bei mir in mein Bewusstsein, aber auch vielmehr noch in das Unterbewusstsein eingebrannt. Und ich wusste nicht, ob die Eltern überlebt hatten. Das war eine ganz furchtbare Erfahrung. Am nächsten Tag macht sich der Junge mit seiner Patentante auf die Suche nach den Eltern. Wir sind dann zu Fuß mit dem Milchwagen, Strecken, dann mit anderen Fahrzeugen und zu Fuß einen ganzen Tag bis Braunschweig gewandert und haben dann natürlich das Haus gesehen, das in den Etagen oben ausgebombt war. Und vor dem Haus war an einem Baum, da hing der Zettel, wir sind bei Freunden am Madameweg, also an dem Westrand der Stadt, untergekommen. Dann sind wir durch diese noch immer brennende Stadt, denn Braunschweig brannte 8 Tage. Und der Teer, der war noch weich und es qualmte, es roch furchtbar nach Menschen, Fleisch und nach vor allen Dingen ein Geruch von Pferdehaaren, die Matratzen, die da mit Pferdehaaren waren. Also diesen Geruch habe ich heute noch als ein Schreckensbild im Kopf. Stundenlang irrt der damals 8-Jährige durch die Ruinen der Stadt. Dann endlich findet er seine Eltern. Das Wiedersehen war natürlich dramatisch, weil es von beiden Seiten natürlich sehr, sehr viele Emotionen entluden sich. Das war eine sehr glückliche, aber auch dramatische Geschichte, die dahinter stand. Meine Eltern wussten gar nicht, wo sie die nächste Nacht dann schlafen konnten. Also eine Dramatik, die sich sehr nachhaltig ausgewirkt hat. Die offizielle Opferzahl wird damals mit 561 angegeben. Heute geht man von mehr als 1000 Menschen aus, die bei dem britischen Angriff im Oktober 1944 ihr Leben verloren. Da waren manche Leichen also verkohlt und ganz zusammengeschrumpft. Andere lagen da und sahen aus, als ob die Menschen schliefen. Die waren angezogen, lagen da picobello gekleidet, lagen die da auf dem Fußweg, waren wahrscheinlich erstickt. Meine Mutter hatte das zuerst nicht gesehen und als sie das entdeckte, dass ich da hinguckte, guckte vielleicht zur anderen Straßenseite, ich weiß es nicht mehr, da rief sie, nicht hingucken, mach die Augen zu. Sie wollte also wohl vermeiden, dass diese Bilder sich in meinem Gedächtnis speichern. Aber die habe ich natürlich heute noch im Kopf. Diese Aufnahmen entstehen 8 Monate später, nach Kriegsende, im Juni 1945. 90% des Braunschweiger Innenstadtbereichs sind zerstört. Die Stadt hat ihr jahrhundertealtes Gesicht verloren. Für die Briten war der Angriff erfolgreich. Obwohl Tausende seiner Kameraden starben, Pilot John Clatterton beurteilt seinen Einsatz in der Nachbetrachtung als sportlich. Keiner von uns verspürte wirklichen Hass. Das war ein Wettbewerb, wie ein Fußballspiel. Werden wir dieses Spiel gewinnen oder nicht? Die Luftüberlegenheit der Briten und Amerikaner ist eindeutig. Die deutsche Luftwaffe und die Flugabwehr haben kaum noch etwas entgegenzusetzen. Nun setzen die Alliierten auch Tiefflieger ein. Der damals 16-jährige Wiegand Bohlmann hat ein einschneidendes Erlebnis. Was sie trafen, das war denen völlig egal, ob die Pferde oder die Menschen, die da waren, die Eltern, Großeltern oder Kinder. Das war eine ganze Reihe Tote. Wir hatten uns als neben diesem Treckmaschinenkolonne in den Gräben schnell deckungssuchend hingelegt. Und da passierte es, dass neben mir mein Kamerad da der Arm abgeschossen wurde von so einer kleinen Geschoss. Und ich gebannt, er sagte auch keinen Ton. Und ich aber gebannt darauf geguckt habe, überhaupt nicht reagiert habe. Bis dann eben von der anderen Seite der Straße ein Unteroffizier rief, Mensch, wach auf, binde ihm den Arm ab, den Rest. Sonst verblutet der ja, nicht? Und ja, das haben wir dann gemacht. Amerikanische Truppen nähern sich im Frühjahr 1945 auch auf dem Boden unaufhaltsam Braunschweig. Deutschland hat den Krieg, den es entfesselte, verloren. Aber noch ist er nicht zu Ende. In
In Braunschweig harren weit mehr als 100.000 Menschen aus. Darunter sind auch 600 Soldaten und 200 Volkssturmmänner. Das letzte Aufgebot. Auch die kleine Helene, damals 12 Jahre alt, ist noch in der Stadt. Man hoffte, dass das bald ein Ende hat, in irgendeiner Form. Man hatte ja auch als Bürger keine Ahnung, wird diese Stadt jetzt einfach so übergeben, wie heißt es, oder wird sie zur Festung erklärt? Oder man konnte eigentlich nichts machen, außer Kopf oben zu behalten. Am 10. April 1945 erreichen die Panzer der 30. US-Infanteriedivision den Stadtrand von Braunschweig. Sie schießen nun in die Stadt. Aber noch immer gibt es dort Fanatiker, die nicht aufgeben wollen. Ich habe ja in den letzten Kriegstagen dann auch noch erlebt, dass die Amerikaner am Stadtrand standen und in die Stadt feuerten mit Artillerie. Und an irgendeinem Laternenmast wurde noch einer aufgehängt, der ein Schild um den Hals trug, ich war zu feige, meine Heimat zu verteidigen. Das hat es auch in Braunschweig gegeben. Also insofern, bis in die letzten Stunden hinein herrschte diese Terrorklicke. In Braunschweig ist das Leben erstarrt. Die Stadt ist wie ausgestorben. Die Menschen haben sich voller Angst in die Keller der Ruinen zurückgezogen und in die 24 Großbunker. Und in dieser Zeit lebt man in dem Bunker, schikaniert von den Blockwachten und von all den Menschen, die da mit ihren Hakenkreuzbinden dann auch drangsalierten. Wir durften nicht an die Luft, es war furchtbar stickig, jeder Bunkerraum war mit Menschen überfüllt. Es war keine Luft zum Atmen. Es war eine ganz furchtbare Zeit. Sie hören die Detonationen der Granaten, die Einschläge in der Stadt, und sie wissen nicht, was kommen wird. Die Wedlenstädter Schleuse vor den Toren Braunschweigs. Hier treffen am frühen Abend des 10. April 1945 amerikanische und deutsche Militärs zusammen. Die Amerikaner fordern die sofortige Übergabe, die bedingungslose Kapitulation der Stadt. Die Deutschen jedoch lehnen das ab, verlangen, dass man ihnen 24 Stunden gibt, damit sie mit ihren Truppen aus Braunschweig abziehen können. Das ist für die Amerikaner indiskutabel. Sie wollen ja gerade, dass die deutschen Truppen nicht entkommen. Die Amerikaner verlassen die Schleuse. Die Verhandlungen sind gescheitert. Am Starrsinn der deutschen Seite, die schon lange verloren hat, es aber nicht einsehen will. Eine halbe Stunde später beginnen die Amerikaner wieder die Stadt zu beschießen. Sie setzen erneut Tiefflieger ein. So sterben am 11. April 53 Menschen bei einem Angriff nahe der Stadt. Darunter 35 Kinder. Hätten die deutschen Militärs früher kapituliert, hätten diese Menschen überlebt. NSDAP-Kreisleiter Berthold Heilig will die Realität immer noch nicht akzeptieren. Von seinem Kreisbefehlsstand hält er an diesem 11. April eine Radioansprache. Da sprach der höchste Nazi der Stadt. Diese Rede war vorher angekündigt worden. Und so im Geheimen hatten die Menschen wohl erwartet, naja, die werden jetzt die Stadt übergeben. Aber das Gegenteil war der Fall. Braunschweig wurde zur Festung erklärt. Also von Übergabe keine Rede. Und das war natürlich für die Menschen eine ganz fürchterliche Erfahrung, Ernüchterung. Denn man wusste, jetzt beginnt der Kampf möglicherweise in den Straßen, in den Häusern. Berthold Heilig flieht wenige Stunden später aus der Stadt. In den frühen Morgenstunden des 12. April 1945 kapituliert Braunschweig endlich. Es ist ein Donnerstag. Es war ein wunderschöner Morgen und die Sonne schien. Auch die Zerberusse waren verschwunden. Es gab niemand mehr mit einer Hakenkreuzbinde. Und es war für mich sehr faszinierend, wie mit Zauberschlag es überhaupt keine Uniformen, keine Fahnen mehr gab.
wie auf einmal kein Mensch Nazi gewesen war. Das war eine Erfahrung, die mich tief beschäftigt und auch noch heute beschäftigt. Nun fahren die US-Panzer in die Stadt ein. Es fallen keine Schüsse mehr. Was kommt nun? Man hätte ja auch glauben können, die nehmen jetzt alle schreckliche Rache. Auch die Amerikaner oder die Briten oder die Franzosen oder Kanadier oder was immer da auf uns zurollte. Also insofern sah man diesem Ende schon mit Bangen entgegen. Es ist leicht zu sagen heute, ja, es war doch die Befreiung. Ich sehe das auch heute als eine Befreiung an, dass die Amerikaner dann uns eroberten, also die Stadt Braunschweig eroberten. Aber das wussten die Menschen damals nicht so genau. Zum ersten Mal begegnen die Braunschweiger jetzt dem Feind in Gestalt von realen Soldaten. Die Geräusche hörten wir schon, der Tanks. Und wir konnten nicht ausweichen, sie kamen immer näher. Und dann sah ich den Feind auf einem Tank sitzen und mit weißen Zähnen aus einem farbigen, schwarzen, tiefschwarzen Gesicht lächeln. Da war auf einmal eine Erfahrung, der Feind, der uns in den Schulen, in den ganzen Bildern als ein Gräuel geschildert worden war, der saß auf einem Tank und lächelte. Die feindlichen Soldaten, die Befreier, sind auch nur Menschen. Und irgendwie beeindrucken sie die Braunschweiger nachhaltig. Durch ihre lässige, fast verspielte Art. Jetzt, wo alles vorbei ist. Am nächsten Morgen schaute ich aus dem Küchenfenster und sah unten die Straße wimmeln von komischen Autos, kantigen Fahrzeugen. Den Namen lernten wir denn schnell. Jeeps, Panzer standen da und Soldaten, die wir gar nicht als Soldaten ansahen. Wir wussten ja, wie Soldaten aussahen. Immer zackig und ordentlich gekleidet und stramm marschierend. Und diese Kerle, die lümmelten auf den Kühlerhauben der Jeeps rum. Einer hatte einen Zylinder auf, der andere hatte einen Hund im Arm. Einer hatte ein Grammophon, an dem er drehte, und das spielte dann irgendeinen Schlager. Also die Hemden hatten alle offen, das gab es ja bei deutschen Soldaten nun gar nicht. Einer hatte den Helm auf, einer nicht, einer schlief. Also das war ein Anblick von Militär, das hat uns die Sprache verschlagen. Die meisten amerikanischen Soldaten treten nicht auf, wie man sich Besatzer oder Sieger vorstellt. Sie sind freundlich. Gerade auch zu Kindern. Dieter Thomas Heck verlässt im Frühjahr 45 Kühlungsborn. Auf dem Rückweg nach Hamburg trifft er auf Amerikaner. Und der eine Amerikaner schenkte mir das erste Stück Weißbrot in meinem Leben. Weißes Brot, das war Toastbrot, ne? Weißes Brot, das fand ich sensationell. Und natürlich schenkte er mir einen Kaugummi. Das habe ich, glaube ich, eine Woche lang gekaut. Dieses Zeugs. Und fand das ganz toll. Ein Kaugummi vom Amerikaner. Die Bombenangriffe sind nun Vergangenheit. Aber sie wirken bis in die Gegenwart nach. Ich glaube, die Angst vor Tod und Armut, also diese beiden Dinge, die dann zusammengehören. Zunächst mal die Armut. Dann, dass kein Haus haben, sondern unter einer Brücke liegen und schlafen oder im Luftschutzkeller liegen und schlafen, dass das schon sehr prägt. Das sind, glaube ich, Erinnerungen, die wirst du auch nicht so leicht los. Für viele ist die Ruhe nach dem Krieg fast trügerisch. Das war eine leere Zeit, eine eigentümlich leere Zeit. Es waren keine Sirenen, es fielen keine Bomben. Man konnte schlafen und fragte sich manchmal, oh Gott, habe ich einen Alarm verschlafen? Am nächsten Morgen, meine Mutter hatte mich ins Bett gelegt und irgendwann nachts bin ich aufgewacht, hochgeschreckt, hatte irgendwelche Flugzeuggeräusche am Himmel gehört. Und das sind ja auch so Facetten, die man in Erinnerung hat.
Meine Mutter strich mir über den Kopf und sagte, bleib liegen, wir brauchen dich im Bunker. Es ist Frieden. Also Frieden, das war für mich so ein Wort. Also ein Reizwort, ein wunderbares Wort. Ja, ohne Bombenangriffe, ohne Trümmer, ohne Feuer. So hatte sich mir das Wort Frieden eingeprägt. Und dann schlief ich also weiter. Dieter Thomas Heck wurde als Kind verschüttet. Seitdem stotterte er. Nach Kriegsende will er das Trauma überwinden. Also haben wir rumtelefoniert mit allen möglichen Leuten und haben dann festgestellt, also atmen lernen. Und atmen lernen, sagte meinem Vater dann jemand, da ist das Beste, er studiert Gesang. Dann lernt er richtig atmen. Daher habe ich Gesang studiert. Das ist der erste Schritt von Dieter Thomas Heck auf dem Weg zu seiner erfolgreichen Karriere. Frieden in Ruinen. Erst 1963 werden in Braunschweig die Aufräumarbeiten für beendet erklärt. 18 Jahre nach Kriegsende. Sturms durch die Straßen geschleudert. Und 6 Monate nach dem Feuersturm kommt der Frieden. Die Erinnerung an den Krieg aber bleibt. Ich glaube, die Angst wirst du auch nicht so leicht los.